So, das sind hier Dino-Backformen. Hier sieht man einmal die Pfote. Hasipuffer, kannst du mir mal helfen auszupacken? Dann kann ich die gleich wegpacken, wenn wir morgen Plätzchen backen. Packst du die mal aus hier? Ja. Hier immer da auspacken, dann legst du mir die hier hin, ja? Mhm. Dann kannst du sagen, was das ist. Okay. Ein? Dino-Fußabdruck. Ein Dino-Fußabdruck. Okay, weiter geht's. Könntest du von dem T-Rex oder einem Dinosaurus ja. Ich weiß ja, dass viele Kinder nicht Dinos mögen und mein Kind deswegen nicht so mögen. Trotzdem hole ich ihr Dinos. So, noch ein Dino. Das ist, glaube ich, ein Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Na, mal gucken wir, was das ist. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Plätzchen formen. Es gibt nicht nur Tannenbäume. Oh. Das ist ein Triceratops. Triceratops haben wir hier. Oder Triceratops. Ja. Okay. Wo mache ich dich hier auf? Oh. Einfach aufreißen. Okay, ich muss jetzt gucken. Ah, der ist schon aufgerissen. Na denn. Wen haben wir da? Ich glaube, es könnte ein... Fliegender. Ja, es könnte ein Pteranodon sein oder es könnte auch ein Pterodactylus sein. Oder ein Pterodactylus, oder können wir anmalen. Okay, oder, weiter geht's. Oder ein Pteranodon oder ein Ninocunoculus. Ja, oder weiter. Hier haben wir. Okay, hier habe ich spontan auch keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal ein Diplodocus sagen. Ja. Okay. Muss ich die irgendwie hier aufreißen? Da haben wir. Hier würde ich sagen, ein Brontosaurus. Ach nee, halt, der Name Brontosaurus ist ja schon gestrichen. Deswegen würde ich sagen, hier ein Apatosaurus. Apatosaurus. Ja. Oh, ein Stachel. Ein Stachel etwas. Ob das jetzt ein Dino sein soll, weiß ich auch nicht. Das hier ist ein Stegosaurus. Das sieht man bei diesen Stacheln. Da haben wir den Stegosaurus. Bei diesen Stacheln etwas. Ja. Oh, ich glaube, hier könnten wir schon... Ja, von dieser Größe her würde ich den jetzt einfach Argentinosaurus oder Brachiosaurus sagen. Aber Brachiosaurus, ja. Oder Argentinosaurus. Ja, könnte man... Oh, ich glaube, das hier könnte spontan mal etwas Neues sein. Hier habe ich jetzt auch nicht richtig eine Ahnung. Das könnte entweder ein Allosaurus oder ein Compsognathus sein. Ja, könnte. Und hier den allerletzten. Und zwar mein Lieblingsdino. Hier haben wir den... hier haben wir den Spinosaurus. Ja. So. Seht ihr? So, das sind alles Dino-Formen. Also man muss nicht nur Plätzchen backen mit Tannenbaum, man kann natürlich auch Dino-Plätzchen machen. Und man kann die sehr schön gestalten. Ich habe da sehr viel gekauft zu und die habe ich extra bestellt, weil ich gedacht habe, ach, wir machen auch mal Dino-Plätzchen. Weil mein Kind liebt ja Dinos. Dann machen wir doch einfach mal Dinos. Ja, einen schönen Abend.